was machen wir überhaupt? Wir fahren Scheiße, ne? Professionell kann jeder, ne? Zu einem neuen Vlog, und zwar, wo sitze ich heute? Ja, Überraschung, ich sitze auf dem Case Farmal 75C vom Landfreak, und zwar soll ich ihn eine Menge unterstützen, aber er hat gefragt, ob ich ihn eine Menge unterstützen könnte. Er ist auch auf dem Weg und ich soll schon mal Frontlader mit der Schaufel zusammen richten. Ich weiß selber nicht, was man mache, aber ich würde sagen, ich hänge mal das Ding zusammen und dann schauen wir mal, was wir heute für eine schöne Aufgabe kriegen, ne? Wo ich auch noch weiß, wie das war hier. Okay, da ist der Batterietrennschalter ausgeschaltet. Ich schalte mal schön ein, starte die Kiste und dann sehen wir uns gleich wieder. Tja, da geht man einmal zum Landfreak und dann muss man hier den ganzen Fuhrparkfahrer kennen, ne? So. Ja, dahinter ist es. Ein Mischtumschiebe, weil der Grubber hat er zwar dabei, aber der Grubberer tut er trotzdem mit der Reife, nicht mit dem Grubber. So. Einmal die Mühle gedreht. Gehen wir mal ein bisschen runter. Schauen wir mal, was der Chef gerade möchte, ne? So, aber eins müssen wir euch mal noch zeigen. Und zwar. Und dann die Sonne dazu, ne? Andersrum war es schöner, aber ja, man muss ja was geschafft kriegen im Leben, ne? Man kann nicht immer nur die schönen Bilder einfangen. Ja, und weil ich es so schön gesagt habe, er grubbert. Also er zackert gerade. Grubber hat er dabei, ne? Aber benutze du dann halt nicht. Das Haus ist noch schon da. Da ist das der Meister. So, was hat er aufgestellt? Das sieht jetzt nicht gerade aus, wie er dann mit dem Grubber gegrubbert hätte, ne? Aber ja, es hat halt einfach die letzte Zeit echt viel geregnet. Es gab sehr viel Niederschlag. Mir wird jetzt erst der dritte Tag wirklich schön. Da darf das schon mal sein, dass es so aussieht. So, was machen wir überhaupt? Wir fahren Scheiße, ne? Gut Deutsch sagt, naja, Kacke. Scheiße ist ein wenig dünnflüssig, ja. Hat aber wieder gut klar, der Herr. Ja, was haben wir? Ich bin ja bloß da zum auch ein bisschen unterstützen, ne? Ja. Einmal Case, haben wir ja vorhin schon gesehen. Ich bin rausgefahren mit dem Fahrer. Ja. Der Chef lädt ein wenig Mischt auf. Das sieht stark nach Pferdemischt aus, ne? Auf den schönen Mischstreuer. Oh. Ja. Wer sich jetzt fragt, warum er denn. Also, man muss sagen, der Frontlader ist ein Ticken niedrig für den Mischstreuer. Aber man hat nichts anderes, also muss es so gehen. Das Problem ist halt, man kann nicht ganz auskippen, weil die Höhe nicht lang. Aber professionell kann jeder, ne? Gehen wir mal noch mal schön rum, auf die andere Seite, gucken Sie es nochmal an. Aber die Sonne ist doch echt herrlich, oder? Ja, müssen wir mal die Qualität der Kamera ausnutzen. Na, von hier sieht es nicht so schön aus, aber schauen wir mal. Aber ich bin gespannt, was ich zeige. Das ist übrigens der Steier, der letztens im Video drin war, wo mein IHC rausgezogen hat. Bestellt habe ich nicht, ich habe gesagt, entweder oder. Ich glaube aber, mehr wie ein 633 zur Zeit. Nee, ja. Ich würde sagen, wir laden voll, schon voll. Und dann gehen wir mal ein wenig raus aufs Feld und fahren das Zeug weg, ne? Ja.
Schweiß mir zu viel Scheiße. Deckung. Also eigentlich schmeißt man Rundballe nicht im Ganzen aus. Ne? Oder auch nicht als halber Balle, aber was will ich machen? Wenn es so liegt, dann liegt es so. Kann ich nicht ändern. Müssen wir uns beeilen, was Taxi noch kriege, sonst müssen wir laufen. Das wäre jetzt schlecht. Das Taxi fährt nämlich gerade schon davor. Müssen wir mal Schuhe richtig abputzen, sonst gibt es nämlich Mecker. Wenn wir nicht dreckig schlappen, jetzt in den Hobel reinhocken. Ich erinnere mich, bis dahin habe ich schon Brille. Fabi, jetzt putz doch erstmal deine Schuhe ab. Schauen wir mal, ob er es echt, aber 100 pro. Ich bin schon dabei beim Putzen, kann ich nicht beschweren. Ja, ganz gut. Ja. Ich habe gerade eine halbe Heu- bzw. ja, Strohheuballe durchgelassen. Das hat ihm nicht so geschmeckt, aber sonst. Nee, alles gut. Ja, ich fahre jetzt hier noch eine Tour und dann ist fertig für heute, weil ich habe ja morgen auch noch den ganzen Tag über. Ja, genau. Ich habe jetzt so eine. Ich habe jetzt da den Haufen jetzt gleich weg da in der Schnauze und dann geht es ja morgen da in den Wasser raus schon weiter. Ja. Alles klar. So, und wenn wir die irgendwann rumschaffen, dann kannst du dann auch mal da in 633 austoben, wenn du willst. Du kannst dann auch mal mit deinem 633 dich austoben, wenn du möchtest. Ja. Alles klar, wir schätzen später, gell? Kannst ja mal Mike fragen und so. Ja, ciao, ciao. Da muss ich nochmal den Frontlader hin, das war da. Aber das hat mir jetzt die ganze Fuhre versaut. Das hat so gestopft hier, ja. Deswegen habe ich aufgemacht, weil. Ich habe mir noch Kunat. Alter, da hat er gekotzt, ey. Ich geht so, Da haben wir letztes Jahr der Dings, den Defender schon bei Ausgang letztes Jahr. Okay. Ja. Ich komme noch eine Tour auf den Anemarker. Das hat jetzt alles schön gestreut. Ja. Begründung auch nicht sauber abgefahren. Von welchem Frosch? Ja. Wirklich Frosch gab's nicht? Nee. Das wäre ein schön gewesen, aber. Was ist schon Frosch halt zu sagen? Ja. Aber der Bediener halt scheuert gerade nicht, ne? Ja. Heutlich. Ja. Ist sie noch da oder ist sie schon fortgeschmissen? Nein. Leute, hier machen wir wenigstens Platz. Ja, du merkst gleich, wer das neue Steuer kommt. Wer dann. Doch echt so. Aber hier haben wir es sonntags. Also morgens ist hier, sonntags ist hier dann die Hölle los. Ja, ich habe mir wieder das Steuer vorübergehend übernommen. Ne? Steuer 410. Wir haben es gerade eben drüber gehabt. Das sieht von außen groß aus, aber wenn man hier drauf sitzt, er ist eigentlich echt übersichtlich. Wenn man hier mal so anguckt, wir sehen da vorne aus. Wir sehen da schön aus, der Hüppe. Spiegel haben wir. Schön, natürlich zwei Stück, ne, innerspiegelsvolle Programm und gut, da über die Ecke, aber an für sich, muss man echt sagen,
Siehst hier echt alles gut? Ja, ist eh schon ein wenig dunkel. Achso. Ah, sei Konsole noch. Wer aber mehr über den Schlepper wissen möchte, der schaut am besten mal beim Landfreak vorbei. Ich verlinke euch mal am besten mal das Video von ihm, wo er den Schlepper abgeholt hat, wo alles drum und dran ist. Verlinke ich einfach mal da oben. Und was ihr auch wissen müsst, der Landfreak hat einen eigenen Shop, den verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Schaut mal vorbei. Da gibt es coole T-Shirts und Cabbies, Rucksacks, volle Programm, alles schön mit vom Landfreak. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Der Kollege freut sich bestimmt. So. Ich packe euch jetzt mal weg, weil ich muss mich dann, wenn ich fahre, muss ich mich konzentrieren, ne? Ja, diesmal sind wir schlauer. Ich gehe wegen ins Licht, ne, damit ihr ein bisschen noch was seht. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende von dem Video. Ich denke, wir haben heute wegen, oder ich habe wegen was gezeigt, wie das hier so abläuft. Ich denke, beim Landfreak kommt dann auch noch ein Vlog. Ich kann euch den Vlog natürlich gerne unter dem Video dann verlinken. Ich würde sagen, ich bin für heute raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch natürlich wieder eine schöne Woche, wie immer. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Viel Spaß beim Schaffen. Ciao.